dann freue ich mich sehr, dass wir hier gemeinsam bei der ersten achtsamen Pause gemeinsam hier sind. Und ja, freue mich total, dass wir dieses Projekt und diesen Kurs gemeinsam auf die Beine gestellt haben, liebe Susanne. Und ja, vielleicht noch ein paar kurze Sätze zu mir für alle, die nicht bei der Kick-Off-Veranstaltung dabei waren im November. Mein Name ist Shami, ich bin Yoga-Lehrer und Sound-Healing-Practitioner. Da sieht man im Hintergrund auch den Gong. Der kommt in diesem Kurs nicht ganz so zum Vorschein wie in anderen Projekten, aber genau. Und beschäftige mich schon seit einigen Jahren jetzt mit Achtsamkeit und Meditation. Und was dieser Kurs bringen soll, ist zum einen natürlich wirklich eine achtsame Pause, also zum wirklich einfach eine kleine Achtsamkeitsinsel in deinem Alltag, der wie auch immer gegeben ist und ja, dir einfach die Möglichkeit zu geben, einmal in der Woche mal kurz abzuschalten, mal kurz den Blick nach innen zu richten. Und zum anderen soll es aber auch die Möglichkeit geben, dir selbst irgendwann diese Werkzeuge zu nehmen, die wir hin und wieder immer wieder benutzen werden, um dir selbst diese Inseln zu schaffen. Vielleicht sind es immer nur mal drei Atemzüge zwischen einem stressigen Alltag, zwischen verschiedenen Meetings und PatientInnen und dem Angehörigen zu Hause. Vielleicht sind es nur diese drei Atemzüge, die dir bei einer Tasse Tee oder Kaffee bleiben und dann kannst du Teile, die wir hier benutzen, vielleicht mit einfließen lassen und kannst so Stück für Stück den Effekt, den wir in dieser halben Stunde haben, verlängern und erweitern, sodass das nicht nur beschränkt ist auf unsere gemeinsame Zeit, sondern auch darüber hinaus. Und bevor ich jetzt zu viel ins Sprechen komme, würde ich sagen, fangen wir gleich an. Du darfst dich aufrecht hinsitzen, ganz egal, ob du dich auf einem Stuhl befindest oder auf einem Boden. Ich sitze auf dem Boden, aber auf dem Stuhl ist es ganz genauso möglich und ist für viele auch länger durchzuhalten als auf dem Boden im Schneidersitz. Und dann darfst du dich einmal hier ganz bewusst aufrichten, als ob ein Faden an deiner Kopfkrone dich nach oben zieht, sodass du Wirbel für Wirbel Länge schaffst, die Kopfkrone wie bei so einer Puppe nach oben gezogen wird. Und wenn du dich bereit fühlst, dann schließe gerne die Augen und fang an, tiefe, bewusste Atemzüge in den Bauch zu nehmen. Versuch den Bauch ganz locker zu lassen, keine Anspannung in ihm zu halten. Das ist für viele gar nicht so einfach, weil wir immer so ein kleines bisschen angespannten Bauch haben, den vielleicht einziehen. Versuch den bei den Atemzügen ganz bewusst auszubreiten, bei jeder Einatmung zu expandieren. Bei jeder Ausatmung zu spüren, wie er so ein bisschen wieder in Richtung Wirbelsäule kommt. Und es ist völlig normal, wenn es dir am Anfang schwer fällt, den Blick nach innen zu richten. Versuche jeden einzelnen Atemzug dafür zu nutzen, mehr zu dir zu kommen. Immer wenn es bei dem einen Atemzug nicht ganz so sehr klappt, dann nimm den nächsten. Ganz liebevoll, ganz verständnisvoll für dich selbst. Achtsamkeit ist kein Sprint, es ist mehr als ein Marathon wahrscheinlich. Versuche dabei ganz liebevoll mit dir zu bleiben.
Dann spüre ganz bewusst in deine Sitzknochen hinein, ganz egal, wo sie sich, auf was sie sich befinden. Nimm diesen aufrechten Sitz wahr. Spüre, wie sie in die Unterlage drücken, die die Möglichkeit geben, aufrecht zu sitzen. Nehmen wir noch eine kleine Ebene tiefer in Richtung deiner Füße. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann versuchst sie ganz bewusst hüftweit auf den Boden zu setzen, dass sie parallel zueinander stehen und dass das Gewicht ganz gleichmäßig auf den gesamten Füßen verlagert ist. Wenn du auf dem Boden sitzt, dann bleibe so, wie du bist. Nimm wahr, was deine Füße berühren, das andere Bein, den Boden. Dann nimm all deine zehn Zehen wahr. Falls dir das schwer fällt, dann wackel gerne ein bisschen mit denen hin und her, sodass du von den großen bis zu den kleinen Zehen alles wahrnehmen kannst. Dann verbinde langsam diese drei Punkte, deine Füße, deine Sitzknochen und vom Anfang die Kopfkrone, die immer noch nach oben zieht, dich aufrecht hält. Diese drei Punkte deines aufrechten Sitzes. Dann wollen wir eine kleine Atemübung mit dazu nehmen. Aus dem Yoga als die Wechselatmung, die Shodhana, bekannt. Bring dafür deine rechte Hand nach oben, klappe Zeigemittelfinger ein. Der Daumen ist dazu da, um das rechte Nasenloch später zu schließen. Und Ring und kleiner Finger um das linke Nasenloch zu schließen. Ich leite dich gleich durch. Nimm nochmal bewusst durch beide Nasenlöcher einen tiefen Atemzug. Und lang aus.
Dann schließe das rechte Nasenloch, atme tief durch das linke ein. Schließe links, öffne rechts, atme rechts wieder aus. Atme rechts wieder ein. Schließe rechts, atme links wieder aus. Es ist eine Runde. Atme links wieder ein. Und rechts aus. Rechts wieder ein. Und links wieder aus. Links ein. Rechts aus. Rechts ein. Links aus. Links ein. Rechts aus. Rechts ein. Links aus. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus ein paar Runden. Versuche tiefe und bewusste Atemzüge zu nehmen in den Bauch. Jeden einzelnen Atemzug wahrzunehmen. Komm dann langsam zu deiner letzten Runde ohne Hast. Wenn du wieder durchs linke Nasenloch ausgeatmet hast. Die Hand nach unten, lass den Atem natürlich ein- und ausfließen. Spüre diese Übung nach. Den Effekt dieser Atemausrichtung war. Richte deine Aufmerksamkeit zu deiner Nase. Wahr, durch welches Nasenloch du atmest. Das linke und das rechte. Oder durch beide gleichzeitig.
kannst du auch ein Verhältnis zwischen links und rechts wahrnehmen. Versuche feiner in deiner Wahrnehmung zu werden. Ist der Atem tief oder flach? Ist er hart oder weich? Kurz oder lang? Werde feiner und feiner in deiner Wahrnehmung. Bring dich immer wieder liebevoll dorthin zurück. Werde dir deines Atems gewahr. Beobachte, wie sich die Temperatur zwischen Ein- und Ausatmung verändert. Bring mich immer wieder liebevoll zum Atem zurück. Das allein ist die Arbeit der Achtsamkeit. Bewusste Ausrichtung deiner Aufmerksamkeit.
Dann versuche den Punkt in deiner Nase zu finden, auf der die Luft zum ersten Mal auftrifft in der Nase. Fokussiere dich ganz bewusst auf diesen Punkt. Bring dich immer wieder liebevoll dahin zurück. Schau mal, ob du diesen Punkt noch kleiner werden lassen kannst, noch genauer herausfinden kannst. Wo die Luft zum ersten Mal in der Nase auftritt. Dich immer wieder liebevoll dahin zurück. Ohne Groll, ohne Urteil. Ganz rein in die Beobachtung. Dann nimm an diesem Punkt wahr, dass sich die Atemzüge voneinander unterscheiden. Vielleicht nur ganz geringfügig. Werde feiner und feiner in deiner Wahrnehmung.
Jeder Atemzug gibt dir die Möglichkeit, der Achtsamkeit der Innenschau das in den Moment kommen. Ganz langsam an, die Atemzüge etwas zu vertiefen. Bewusster und tiefer in den Bauch zu atmen. Lass die Augen gerne noch geschlossen. Vielleicht wirst du die Zehen schon ein kleines bisschen bewegen. Die Hände vor dir zusammen und reibe die Handflächen aneinander. Zeuge Wärme. Wenn die Flächen warm genug sind, dann leg sie auf die geschlossenen Augen. Öffne die Augen in die Hände. Ganz langsam die Hände wieder nach unten. Gerne noch mal vor dir, vor deinem Herzen zusammen. Danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, achtsam warst. Sei stolz auf dich, ganz egal, wie es jetzt geklappt hat. Bedanke dich bei deinen Umständen für die Möglichkeit. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Die Sonne ist gerade noch rausgekommen und hoffe, euch geht's gut. Falls ihr Fragen habt, dann dürft ihr euch bestimmt ganz gerne bei Susanne melden. Ansonsten gibt es auch im Laufe des Kurses auch noch die Möglichkeit des Austausches, wo wir auch einfach Fragen und Herausforderungen zu Achtsamkeit besprechen können. Und dann freue ich mich, euch nächste Woche wieder zu sehen.